Im heutigen Minecraft Mob Battle verwandeln wir verpixelte Mobs in ultra-realistische Mobs. Dabei hilft uns der Professor Schweini. Wenn du jetzt deinen Lieblingsmob in die Kommentare schreibst, den Kanal abonnierst und das Video likest, hast du die Chance, im nächsten Video gegrüßt zu werden. Pat, hast du Bock, deine Mobs heute in ultra-realistische zu verwandeln? Boah, das wird der Hammer! Das wird der Hammer und das müssen wir nicht alleine machen, denn dabei hilft uns heute der Professor Schweini, Pat. Wow, das wird der Wahnsinn! Und da ist er und er sagt, Synti, wir gewinnen das Battle. Das heißt, Pat, wenn das schon Professor Schweini sagt... Doch, wenn das schon Professor Schweini sagt, hast du gar keine Chance. Und ich würde sagen, wir verlieren keine Zeit und du gehst direkt auf die Verliererseite zu dir, oder? Ja, du meinst die Gewinnerseite, Synti, genau. Ach Gott, Pat, ich würde sagen, wir hören uns gleich, wenn der erste Kampf losgeht. Okay, Freunde, ich habe hier schon mal meine Mobs präsentiert, die ich heute verwandeln werde. Wir haben einen Feuerdrachen, ein Wolfsei, ein Dorfbewohner und das hier wird das Special, was am Ende kommt. Ich habe keine Ahnung, was da passieren wird. Das wird auf jeden Fall richtig lustig. Und ich würde sagen, wir fangen an mit der ersten Runde. Und wir, würde ich sagen, tun einen Wolf in ultra realistisch machen. Aber vorher zeige ich euch was. Das habe ich Pat nicht erzählt. Denn wir haben ein kleines Geheimnis. Und zwar habe ich eine Kamera, die ich dem Pat hier aufsetzen werde. So, da gehen wir kurz in die Tür rein. Setzen aber schon mal unseren Wolf. So, Freunde. Und den verwandelt der Professor Schweini gleich. So, und hier seht ihr es. Haben wir eine Kamera. Die holen wir und jetzt buddeln wir uns ganz kurz zum Pad rüber. Ich habe hier hinten so ein weißes, ja, Quarzblöckchen gesetzt, dass ich weiß, wo ich rüber kann. Jetzt hoffen wir, dass der Pad gerade im, ja, im Labor ist. Und dann können wir nämlich die Kamera bei ihm verstecken. So, der Pad müsste im Labor sein. Ja, okay, Freunde, der sieht uns nicht. Das heißt, hier ist so eine kleine Lücke und da können wir durchgehen. Und wenn ich jetzt schnell die Kamera hier platziere, sie verbinde. Perfekt, jetzt schnell rüber. Er sieht mich nicht. Er ist gerade ein bisschen am Ackern. Okay, Freunde. So, oh Gott, das darf er nicht sehen. So, zack, zack, zack. Und jetzt haben wir es geschafft, Freunde. Wenn ich jetzt diesen Kameramonitor auswähle, können wir immer den Pad beobachten, was er hier macht. Und da ist er gerade schon drüben. Okay, Freunde, wir gehen jetzt hier zum Schalter und verwandeln unseren Wolf um in einen ultra-realistischen Mob. Und ich würde sagen, das funktioniert nur, wenn du likest und abonnierst. Das heißt, abonniere jetzt den Kanal und like das Video in 3, 2, 1, jetzt. Und wir aktivieren den Schalter und gucken, was daraus passiert, Dr. Schweini. Oh mein Gott, Freunde, es hat geklappt und das ist einfach dabei rausgekommen. Ein ultra-realistischer Wolf oder Bär, was auch immer das ist, Freunde. Oh mein Gott, guckt euch mal an, was der hier für krasse Beine hat. Und hier bekommen wir jetzt das Spawn-Ei und das können wir jetzt direkt platzieren und sind dann bereit für den ersten Kampf, Freunde. Wir platzieren hier, ich entmute mich mal ganz kurz. So, Pat, hallo, hörst du mich wieder? Hallo, hallo? Ja, ich war ein bisschen länger weg. Ich musste noch die Regeln heute erklären. Ey, ich hab mich gewundert, wo du bist. Ja, da macht er keinen Kopf. Hast du schon deine Mobs platziert? Meine Mobs sind gleich ready zum Kämpfen. Okay, Freunde, ich habe mich gerade gemutet. Wir schauen mal ganz kurz, was der Pat platziert hat. Und er hat... Was ist denn das, Freunde? Er hat ein riesiges Chicken platziert. Da bin ich mal gespannt, ob meine Wölfe... Oh mein Gott, Freunde, schaut euch mal dieses Chicken an. Und der Pat weiß noch gar nicht, dass wir das auch wissen, was er hat. Okay, oh mein Gott, das kann sogar fliegen. Okay, Freunde, wir gehen raus und ich entmute mich wieder. 3, 2, 1, ja, Pat, hallo? Hallo? Bist du bereit für die erste Runde? Meine Mob-Armee wird dich gleich zerstören, sind sie. Okay, dann würde ich sagen, fangen wir an in 3, 2, 1. Ich habe keine Ahnung, was du platziert hast und du hast Chicken platziert. Das wusste ich ja gar nicht, Pat. Und die Chicken kämpfen jetzt gegen meine, ja, Wölfe. Und es ist wirklich ein ultra-realistisches Mob-Battle. Schaut es euch mal an, Freunde, aber... Was passiert denn da? Was... Oh mein Gott, die picken ja meine Wölfe auf. Schaut's euch an. Oh mein Gott. Greift da meine Hühnchen, ihr schafft das. Ach Gott. Einer tanzt hier Breakdance. Schaut mal. Oh mein Gott. Einer, meine Killerhühnchen haben deine zerstört. Das war schon die erste Runde. Das kann doch nicht sein. Warte mal, hier. Nehmt das. Kommt. Ey, Hühnchen. Bubak. Greift hier an, Bubak. Ach nein, ich glaube. Guck mal, mein kleiner Baby hier, der probiert's noch, aber. Nee, ich glaube, deine. Und die nächsten aufgeschmissen. Ach, Pat, ich glaube, nein, da habe ich keine Chance mehr. Guckt euch an, Freunde, das ist ja, oh Gott, ich glaube, Pat, die erste Runde geht an dich. Ich hatte gar keine Ahnung, was du platzierst, das war voll unfair. Ach, Pat, ich würde sagen, es steht 1:0 für dich und wir sehen uns gleich in der nächsten Runde wieder. Oh Mann, okay, Freunde, ich habe die erste Runde leider ganz, ja, nicht knapp verloren, aber wir fackeln nicht lange rum. Dr. Schweini, bitte, mehr Hilfe brauche ich. Wir werden als nächstes das hier platzieren. Pat, hast du schon eine Idee, was du platzieren wirst? Oh ja. Okay, möchtest du uns einen Tipp geben und den Zuschauern?
Auf gar keinen Fall. Ach komm, Pat, du kannst jetzt doch was sagen. Sag mal so, ich habe einen eigentlich friedlichen Mob platziert, der jetzt aber, glaube ich, gleich gar nicht mehr so friedlich sein wird zu dir. Das glaube ich dir nicht, Sinti. Ach doch. Pat, ich glaube, du hast dieses Mal gar keine Chance. Diesmal geht's an 1-1 danach. Freund, ich würde sagen, wir schauen mal bei Pat drüber, was er platziert. Und er ist gerade erst im Labor und er hat so ein paar Krieger platziert. Ja, das heißt, es wird auf jeden Fall kein Flugmonster sein, gegen das wir kämpfen müssen, sondern irgendwelche Krieger. Und ich mit meinem Villager, das passt ja ganz gut. Das macht er stark, der Pat. Okay, okay, Freund. Das heißt, mit unserem Villager könnten wir diesen Kampf auf jeden Fall gewinnen. So, ich entmute mich wieder, Pat. Bist du bereit schon zum Verwandeln oder hast du das schon gemacht? Ja, ich bin bereit zum Verwandeln. Ich glaube, du hast einen Zombie platziert, kann das sein? Ja, es geht in die Richtung. Okay, ich würde sagen, wir legen den Schalter um und modifizieren unseren Mob in einen ultra-realistischen in 3, 2, 1, let's go! Oh mein Gott, Freunde, es hat wieder geklappt. Hat es bei dir auch geklappt, Pat? Ja, es hat bei mir geklappt. Okay, wir gucken uns mal unseren Mob an, der dabei rauskam, Freunde. Was ist denn das hier? Dr. Schweini, was hast du denn da gezaubert? Das ist ja völlig unfair, Pat. Ich glaube, ich werde die nächste Runde so sicher gewinnen. Ja, du wirst schon sehen, was du davon hast, Kollege. Ach Gott, ich habe hier den unglaublichsten OP-Mob und da sind die Spawn-Eier. Und jetzt werde ich eine riesengroße Armee hier spawnen, Pat. Dann hast du gar keine Chance, dann steht es hier direkt wieder 1-1. So, und dieses Mal spare ich. Lachen. Ja, ja, ja. Ich spare auch dieses Mal nicht an den Mobs. Also du kannst auch ruhig viele platzieren, wenn du dich traust, besser gesagt. Ich traue mich und ich werde dich zerstören. Ach Gott, wann bist du denn bereit, Pat? Ich bin jetzt bereit. Du bist jetzt bereit. Okay, Moment, ich schau mal. Mhm. Okay, Freunde, schaut mal, das hat der Pet gespawnt. Er wird mit Bienen gegen uns kämpfen. Aber ganz komisch, dass aus diesen Kriegern Bienen werden. Aber naja, ich würde sagen, wir sagen dem Pet, dass wir loslegen können. Pet, bist du bereit für die Runde? Ich bin bereit. Okay, dann geht's los in 3, 2, 1, let's go. Und du hast Bienen platziert. Heilige Makrede, was ist das denn? Ich habe Villager platziert, die ultra realistisch geworden sind, Pat. Oh mein Gott, das sind Villager. Das sind Villager ursprünglich gewesen. Genau, sind mutierte Villager. Ja, das sind mutierte Villager, aber deine Bienen sind auch mega OP. Schaut euch mal an, Freunde. Greif die an. Biene Maya, greif an. Biene Maya hat keine Chance gegen meine Villager. Biene Maya gewinnt. Nie im Leben, Pat. Kommt, holt sie euch. 3 gegen 2. Schau dir mal an, deine komischen Villager, die haben keine Chance. Doch, haben sie, Pat. Du siehst ja, wir werfen dich mit Feuerbällen ab. Oh mein Gott. Das ist gelogen. Hinterher, holt euch die Bienenarmee. Wir sind stärker, denn wir sind Team Rot. Wir sind Synthi und das sind Gewinner. Kommt, kommt. Du wirst verlieren. Nie im Leben. Oh mein Gott. Komm, du bist auch noch so Mini-Bienchen, ne? Die sind auch voll OP, Pat. Komm, komm, komm. Meine Biene Meyers greift nicht zur Soda an. Ja, nur noch 2 Stück hast du. Einmal angreifen, zustechen. Komm, komm, komm. Die sind aber auch richtig stark. Wir sehen es hier oben. 85 HP, 170 noch. Also so viel haben die noch nicht Damage bekommen. Das wird also richtig spannend. Oh mein Gott, Freunde, 120. Ein ganz knapper Kampf, aber meine Killerbiene gewinnt. Ja, deine Killerbiene. Du hast ja 3 Stück, aber... Kommt, macht was, Freunde, macht was, holt sie euch. Komm, greift doch an, hallo, was macht ihr denn da? Kuscheln könnt ihr morgen. Kuscheln könnt ihr morgen, guck mal diese kleinen Bienchen an. Die gehen zu 10 auf einen drauf, Freunde. Oh mein Gott, hier geht's richtig ab. Komm, 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 komm. Oh, es wird nochmal knapp, es wird nochmal knapp, ich hab Angst. Ich hab auch richtig, ich bin gespannt, ich hab auch Popcorn geholt. Komm, komm, komm. Ey, komm, hol sie dir doch, die Villager. Was ist hier? Ey, was macht ihr denn da? Der eine was gibt's dir denn? Ja, komm, 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 kommt. 38 HP, aber... Ich glaube, nein, 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 Freunde. Das wird knapp, das wird verdammt knapp. Ja, die brennen aber, deine brennen. Aber 33 HP, 30 HP, 162, ja. Es wird schwierig, wenigstens einen sollten wir holen. Warum geht die immer um die Ecke, Mann? Was machen die denn da? Das ist doch Quatsch mit Soße, was die hier machen. Kommt, kommt, kommt. Ja, Freunde, ich glaube... 19 HP. 19 HP, der eine, der kassiert richtig, der kriegt ordentlich sein Fett. Aber die Mini-Bienen, die kommen auch drauf nein, zu, nein. Die greifen auch mit an. Guck oh mal, guck Gott. Hier an. Attacke, das ist die Taktik, das ist die Taktik, ja. Die einmal zustechen, einmal zustechen. Ja, die Mini-Bienen holen sie. Komm, 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 5 HP hat die eine noch, aber ich glaube, Pat, am Ende des Tages. Oh Gott, der explodiert gleich, glaub mir, das war keine gute Idee. Oh mein Gott, einer ist gestorben, aber ich glaube, Pat... Oh mein Gott, er explodiert, da kommt überall Honig raus. Die machen da neue Bienen oder was? Ich glaube schon, Pat, aber man muss ehrlich sagen, du hast diese Runde gewonnen. Ich hatte so viele, dementsprechend ist es fair, dass es leider 2-0 steht. Ich bin ein guter Verlierer, Pat. Aber glaub mir, in der nächsten Runde habe ich was richtig Krasses vorbereitet. Das glaube ich nicht. Und da hast du keine Chance mehr.
Okay, Freunde, es steht leider 2:0 für Pat. Pat, du musst leider gerade am Gewinnen, das kann ich nicht zulassen. Das wird aber so sein. Ach Gott, dementsprechend werde ich jetzt einen unglaublichen OP-Mob spawnen, Pat. Es wird jetzt richtig extrem, während ich dann in der letzten Runde noch mein letztes Geschütz habe. Aber das hier wird richtig krass, Freunde. Ihr habt's gesehen, was das ist, Pat. Ich kann es dir nicht erzählen, denn das wird alle Rahmen sprengen. Jetzt wird's richtig OP. Wir platzieren unser Spawn-Ei hier. Na, mach doch, Kollege. Das habe ich. Und Freunde, schaut euch an, was wir jetzt verwandeln werden. Seid ihr bereit? Habt ihr Bock auf die unglaubliche Verwandlung? Professor Dr. Schweini, bitte mach einen Giant daraus. Aber das ist richtig eskaliert. Wir möchten jetzt richtig viel Action sehen. Und ich glaube, Pat, du hast auch Bock auf Action, oder? Ich habe auch Bock. Okay, Freunde. Wir sind bereit für die Verwandlung. Die Maschinen werden angemacht. Professor Dr. Schweini ist hier am Ackern. Wir betätigen den Schalter in 3, 2, 1. Es geht los, Freunde. Oh mein Gott, Freunde. Was ist denn hier passiert? Ich glaube, Professor Dr. Schweini hat ein bisschen übertrieben. Das ist ja viel zu krass. Pat, ich glaube... Also meins ist auch der Hammer. Meins ist richtig krank. Ich glaube, gleich könnte der Server crashen, wenn ich hier noch so 2, 3 mehr platziere und... Hier ist der Kleine passiert. Das ist aus ihm passiert, Freunde. Oh mein Gott, das müssen wir mit einem Pet. Wenn ich jetzt deinen Mob platziere, dann, ich glaube, dann crasht der Server. Ich glaube, das wird einer der krassesten Kämpfe ever. Es ist... Heilige Makrele. Oh mein Gott, bist du bereit für dieses ultimative Battle, die ultimative Runde? Jawohl, bin ich. Okay, warte, aber gib mir eine Sekunde. Ich muss noch ganz kurz Wasser holen, okay? Okay. Okay, Freunde, wir schauen uns kurz an, was der Pet platziert hat und... Nein, Freunde... Pat spawnt den Sonnenkönig. Freunde, ihr wisst, wie krass dieser Sonnenkönig ist. Aber naja, okay. Pat, ich bin wieder da. Ich habe mir Wasser geholt. Du bist auch bereit für den Fight, oder? Ich bin auch bereit. Okay, dann würde ich sagen, markieren wir die Mobs. Es geht los in 3, 2, 1. Let's go, Freunde. Oh mein Gott, Pat, du platzierst den Sonnenkönig gegen meine Drachen. Damit habe ich gar nicht gerechnet. Oh mein Gott. Greift doch an, Sonnenkönig, jetzt seid ihr verrückt geworden. Die Sonnenkönige haben diese spezielle Fähigkeit, dass hier gleich Feuer gespuckt wird. Es wird richtig krank. Komm, geht mal drauf hier, Drachen. Warum geht ihr nicht drauf? Okay, Freunde, wir haben jetzt andere Drachen platziert, dass es erst richtig losgeht, weil die konnten irgendwie nicht kämpfen. Und jetzt, komm, Freunde, macht mal ein bisschen Action-Maction. Heilige Makrele, meine Sonnenmonster greifen sich total an. Nee, schaut sie an. Oh mein Gott, Freunde, guckt euch an hier. Holy Macaroni. Die Drachen gegen die Sonnenkönige. Kommt schon, kommt schon. Nein, meine Sonnenkönige werden angegriffen, nein. Ja. Oh mein Gott, was geht denn hier ab, heilige Makrele? Oh mein Gott, Freunde, guckt euch die Drache an, dieser schwarze Drache, der ist so OP. Oh mein Gott. Eine krasse Explosion gab es noch nie. Noch nie, Pat, du kannst... Oh mein Gott, der Drache überlebt sogar. Kommt, geht drauf, Feuerdrachen, macht ein bisschen Action hier. Spuckt mit Feuer rum. Oh mein Gott. So, komm, Explosion, Explosion, Explosion. Oh mein Gott, Freunde, was war das für eine Explosion, Pat? Oh mein Gott, du hast noch ein paar hier in der Hinterhand. Ja, Freunde. Ich hab noch einen in der Hinterhand, jawohl. Okay, okay, okay. Hier wird richtig gefightet. Guckt euch an, die gehen auf diese Lava-Dinger, die aus seinen Sonnenkönigen kamen. Dieser schwarze Drache hier, der macht alles in Schutt und Asche, Freunde. Oh mein Gott. Das denkst doch nur du. Doch. Kaiwan, komm, jawohl. Nein. Total Offensive. Oh mein Gott, jetzt kommt wieder Sonnenexplosion, glaube ich, oder? Jawohl. Ich glaube schon. Oh mein Gott. Sonnenstrahlen sind auch am Start. Ja, ich sehe es gerade. Oh, aber nicht mit uns. Oh, oh mein Gott, was war das denn? Holy! Jetzt eskaliert es komplett, ist denn hier, Freunde. Was ist, Heilige? Oh mein hier Gott. Hier geht alles in die Luft. Ich werde verrückt. Ich auch. Werd verrückt. Oh mein Gott, das Popcorn ist leer bei mir, Pat. Bei mir auch so langsam. Oh mein Gott, Freunde. Das ist die heilige Sonne. Niemals. Ich glaube, das sollte der Punkt für mich sein, Pat. Hier wird wieder Feuer gespuckt. Nein. Und alles. Doch, das ist der Punkt für mich. Och, Mann. Oder? Nee, er lebt noch, nicht? Nein. Er hat's nicht überlebt, Freunde. Damit steht's 2:1. Und wenn ich jetzt die Runde gewinne, dann schaffen wir noch ein Unentschieden. Ansonsten hat Pat das Battle gewonnen. Aber ja, so schnell nicht, Freunde. So schnell nicht. Okay, Freunde, wir müssen jetzt in der entscheidenden Runde, wo es heißt, entweder Unentschieden oder ich verliere. Und ihr seht, das Labor ist auch schon ein bisschen kaputt. Überall durchs Feuer beschädigt. Ich hoffe, dass es noch geht, Professor Dr. Schweini. Und jetzt habe ich hier angekündigt, dass ich was Krasses mache. Pat, ich bin mal eben gemutet. Das ist jetzt wirklich wichtig. Also du darfst das wirklich nicht hören. Denn, wir machen hier was Besonderes, Freunde. Wir müssen wieder erstmal durch dieses Nummer-Schloss-Tür gehen. So, und jetzt haben wir kein Spawn-Ei, sondern, Freunde, wir bauen eine Art Pflanze.
So, und wenn ich diese Pflanze jetzt hier mit diesem Setzling draufsetze, Freunde, und dann hoffentlich Professor Dr. Schweini den Schalter ordentlich anmacht, denn das ist immer wichtig, da müssen viele Faktoren stimmen, dass es dann ordentlich abgeht, zum Beispiel die Baudauer oder die Klickrate, wie schnell man was baut, dann geht's erst richtig los, wenn er den Schalter umlegt. Und ich würde sagen, oh nein, Freunde, der Schalter ist auch kaputt gegangen, das heißt, wir brauchen einen neuen Schalter zum Umlegen. So, den platzieren wir hier. Und Freunde, seid ihr bereit? Weil jetzt kommt was, das habe ich noch nie probiert und noch nie gesehen in Minecraft. Wir platzieren den Schalter und legen ihn um in 3, 2, 1, let's go! Oh mein Gott, es hat geklappt! Und schaut euch an, Freunde, was daraus gekommen ist. Das ist einfach ein lebendiger Baum, eine lebendige Pflanze. Und die hatten wir noch nie in diesem Mob-Battle. Das sieht einfach aus wie ein Eichensetzling. Herr Professor Dr. Schweine, ich muss mich im Namen der Synthi-Familie und der Synthi-Freunde alle bedanken, dass sie uns heute so geholfen haben, dass wir jetzt noch die letzte Runde gewinnen können. Hoffentlich. So, ich entjubel mich wieder, dass der Pet mich mal wieder hört. Pet, hallo? Synthi, wo bist du eigentlich? Synthi. Sorry, dass ich kurz weg war. Ich musste mir wieder was zum Essen holen. Genau, deswegen war ich... In der Aufnahme habe ich mir was zum Essen geholt. Das tut mir leid. Aha. Das geht auf meine Kappe. So, okay. Pat, bist du eigentlich bereit für die nächste und letzte Runde? Für die letzte Winner-Runde meinst du? Ich hole jetzt den Sieg. Du denkst, du holst den Sieg. Das heißt, wir tun die Mob-Army wieder auswählen. Ihr kämpft jetzt für Synthi. Seid ihr bereit, Pat? Es geht los in 3, 2, 1 und... Let's go! Was sind das denn für komische Bäume, Mann? Hast du einen Knall? Warum soll ich einen Knall haben? Ich habe hier coole Pflanzenbäume gemacht, die kämpfen gegen deine... das sind Schneegolems, ne? Schneegolems, besiegt sie! Nie im Leben! Das sind wir, die das hier machen. Komm, Bäume. Krallt ihr euch mit euren Spitzen? Deine Bäume werden zu Eisbäumen. Die Bäume, oh mein Gott, Freunde, die sind ja voll schlecht. Hier, platzier noch mehr. Synthi, komm. Jetzt, komm. Die sind voll schlecht, Pat, meine Bäumchen. Deine Bäume können gar nichts, Mann. Doch. Kommt, ihr werdet das Ruder noch um sich reißen. Kommt. Ich glaube, nee, Pat, das geht... nicht an. Die greifen Professor Schweini an. Jetzt mischt sich Professor Schweini. Was macht der denn da? Hau ab, Alter. Ihr habt Professor Schweini getötet. Das war unfair. Das war richtig unfair, Pat. Und jetzt geben wir den Rest. Nee. Aber, Freunde, das Video ist noch nicht vorbei, denn ich muss noch was machen. Und zwar, Pat, du hast zwar gewonnen, aber... Hey!